Willkommen zurück bei Pokémon Weiß. Ich würde gerne schauen, ob wir nicht zur Route 5 kommen könnten, denn da wartet ein Pokémon auf uns. Ein Teammitglied, um genauer zu sein. Und mir fällt gerade ein, dass ich die hier vergessen habe zu registrieren. Jetzt, wo wir zwei wichtige Items haben, lohnt sich es auch gerade noch viel mehr. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich das aktiviere. Ah, so, mit Y. So ist es. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich zu Route 5 komme. Hier? Da drüben könnte Route 5 sein. Hey, Rester. Was willst du jetzt schon wieder? Ich komme gerade aus dem Musiktheater, das war wirklich total schön. Bro, es ist zwischen diesem und dem letzten Part keine Zeit vergangen. Wie kommst du so schnell da wieder raus? Ich hab schon Reste, das musst du dir ansehen. Hier entlang. Willst du mich verarschen? Will mir ein neues Teammitglied holen. Da wartet ein Vieh auf mich. Komm schon. Wieso hältst du mich von dem auf, was ich tun will? Da sind wir auch schon. Lass uns reingehen. Bin ich im Musiktheater. Ist doch langweilig. Und? Der Wahnsinn, oder? Nein. Hallo zusammen, sehr erfreut, wirklich willkommen in meinem Musiktheater. Also, ich muss schon sagen, ihr seht nach zwei famosen Trainern aus. Gucken mit allerlei Dekoartikeln zu schmücken, nennt man Deko-Spaß. Probiert das doch mal, ja? Dazu braucht ihr natürlich eine Deko-Box. Hier, bitteschön. Das will ich nicht machen. Was eine Scheiße. Das ist eine Deko-Box. In der Deko-Box findest du Deko-Artikel, mit denen du Pokémon kostümieren kannst. Wähle doch zunächst mal ein Pokémon aus. Ach, Mann! Okay. Haltet Miguel runter, weil der pink ist. Dem Sinne auf, die Deko, fertig, los. Was zum Fick? Du kannst dein Pokémon schmücken. Kostümiere Miguel mit Deko-Artikeln. Ja, ich würde gerne, aber das Ding geht da nicht hin, keine Ahnung. Was zum Fick ist das? Ja, wenn mir gerne Rentner ist, bekommt er so einen Spazierstock. Komm schon. Komm schon. Nimm den Stock! Ich verstehe das irgendwie nicht ganz. Manche Objekte gehen aber nicht. Okay. Ja. Danke, ich würde es gerne nie wieder machen. Bravissimo, ihr habt beide einen ganz ausgezeichneten Modegeschmack. Nein! Wer sein Pokémon kostümieren kann, kann auch beim Musical mitwirken. Ich würde mich also freuen, wenn ihr hier bald beim Musical mitmacht. Ganz sicher nicht. Alle Informationen dazu erhaltet ihr an der Rezeption. Also ich sehe das Ergebnis eurer Arbeit dann auf der Bühne. Junge. Was mache ich nur? Das Musik reizt mich sehr, aber es gibt noch so viele andere Attraktionen hier. Ich habe mich entschieden. Ich mache erstmal eine kleine Stadtbesichtigung. Bis später, Ressle. Ich werde erstmal auf Route 5 gehen, wenn du mich diesmal nicht irgendwo hinschickst, wo ich nicht hin will. Papa, was machst du denn hier? Na was, wo? Ich bin hier, um dich wieder mit nach Hause zu nehmen. Deine Mutter hat mir alles erzählt und bist wirklich weit gekommen. Aber deine Reise war jetzt lang genug. Ich will aber nicht nach Hause. Ich will mit Ressler und dem Pokémon meine Reise fortsetzen. Nichts da. Jede Reise ist einmal zu Ende und daheim ist daheim. Aber ich bin nicht wie du, Papa. Setz deine Reise nur fort, meine Kleine. Was soll das? Ich bin ihr Vater. Was möchten Sie sich da ein? Mein Name ist Camilla. Ich bin die Arena-Leiterin von Rayonus City und außerdem noch Model. Natürlich sind alle Menschen verschieden und somit auch oft ihrer Meinungen. Und manchmal können einen die Meinungen anderer ziemlich verletzen. So ist es und genau das befürchte ich.
Das Wichtigste ist doch im Umgang mit anderen zu erkennen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Dass auch gut so ist. Und keine Angst, Bell ist ja nie allein. Ein Trainer hat immer sein Pokémon-Team. Pokémon sind zwar niedlich, doch kommt es hart auf hart, ist auf sie Verlass. Oh, wunderbare Pokémon. Bitte, Papa. Ich weiß, dass du dich um mich sorgst, weil Schlimmes auf der Welt passiert. Aber es gibt so viele gute Menschen und zusammen mit den Pokémon bin auch ich stärker geworden. Hast ja recht. Es ist stur von dir, erst auf deiner Reise zu bestehen. Ist mein Bestehen darauf, sie dir zu verbieten, genauso stur. Es scheint, als sei ich der größere Kindskopf von uns beiden. Es bedurfte der Worte einer Arenaleiterin, damit ich das erkenne. Bär, wenn du das wirklich tun willst, dann ist es auch in Ordnung für mich. Ich wünsche dir eine schöne Reise. Esther, passt bitte gut auf Bär auf. Werde ich machen. Papa, sobald ich den richtigen Weg für mich gefunden habe, komme ich nach Hause. Ganz bestimmt war er früher ebenfalls ein Trainer und viel auf Reisen. Eltern haben es auch nicht immer leicht. Hätte ich mich besser nicht einmischen sollen? Ich wollte doch nur helfen. Also, meine lieben Trainer, ich erwarte euch in der Arena. Dort werdet ihr erfahren, welche Herausforderungen eure Reise mit sich bringt. Wir haben schon drei Arenen hinter uns. Sie ist ja so cool. Ich will später auch mal so eine tolle Frau wie Camilla sein. Was wohl einmal aus mir werden wird? Gar nichts. Wie auch immer, zuerst muss ich den richtigen Weg für mich finden. Bis bald, Ressler. Okay. Also jetzt würde ich gerne auf Route 5. Okay. Soweit, so gut. Ist hier Route 5. Oh. Wieso habe ich einen 8-Uhr-Wecker drin? Habe ich einen Wecker für 7 Uhr und 8 Uhr reingemacht? Hä? Wusste ich gar nicht. Egal. Auf welcher Route sind wir? Route 5, sehr gut. Das heißt, hier werden wir irgendwo unser Teammitglied fangen. Willst du mich verarschen? Siehst du diese riesige Tasche? Was glaubst du, was da drin ist? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich Pokémon. Wenn es geht um Pokémon in dem Spiel namens Pokémon. Ich glaube, das ist naheliegend. Also. Ehrlich gesagt, gerne googeln, wie hoch die Chance ist. Gegenstoß. Wo ist es? Eine 10% Chance, aber es geht nur um raschelndes Gras. Das Einzige, was ich durch diese Niederlage gewonnen habe, ist unnötiger Ballast. Okay. Es geht nur um raschelndes Gras. Das heißt, ich muss jetzt raschelndes Gras finden und wenn das nicht der Fall ist, habe ich ein Problem. Weil dann finden wir das Teammitglied doch nicht in diesem Part. Zugbrücke ist jetzt hochgezogen, damit ein paar Schiffe passieren können. Du kannst jetzt also leider nicht überqueren. Frag doch mal den Arenaleiter von Mario City. Oh, nein, lieber nicht. Und die Arenaleiterin von Rayono City kann vielleicht helfen. Okay. Aber da lang sollen wir nicht. Die ganzen Leute ignorieren wir mal. Okay. Also raschelndes Gras. Kann ich schneiden, daher wird es jetzt sehr nervig. Begegnung ist nicht weniger Werk des Schicksals als der Wind in deinem Gesicht oder ein abrupter Sinneswandel. Ja, ich würde mir ehrlich gesagt gerne noch ein nächstes Pokémon fangen, aber danke, dass du mich dran hinderst, das eine Item da unten mitzunehmen und ich habe echt keinen Plan. Okay, der hat seinen Schalkwap entwickelt. Und ganz ehrlich, langsam glaube ich bleibe zu Hause, weil. Ich weiß nicht. Hat so leichte Bauchschmerzen.
Naja. Perfekt. Ich habe erst jetzt gesehen, wie knapp wir überlebt haben. Rad bis abgelenkt. Egal, wir haben gewonnen. Uff, mich deucht. Ich habe gegen Gegenwind. Mich deucht. Habe ich noch nie gehört, aber ist in Ordnung. Kleber! Okay, also. Brauchen. Brauchen Supertrank hier. Dann wäre Körper wieder einsatzbereit. Okay, Zink finden wir easy. Keine Ahnung, wie krass anfängt zu rascheln. Na ganz ehrlich, ich glaube, ich bleibe halt zu Hause. Ach komm. Ich schreib kurz meiner Mutter, bis gleich. So, diese leichten Bauchschmerzen sind doch irgendwo von Vorteil. Jetzt kann ich den ganzen Tag das Game hier aufnehmen. Und, ja. Wait, Monozyto ist aber auch ein geiles Pokémon. Keine Ahnung, wie sich's entwickelt, aber das hätte man durchaus auch mitnehmen können. Ja, für einen späteren Spielverlauf. Das ist ja, glaube ich, Solo Psycho. Und, wir haben jetzt schon Miguel. Oh, Doppelkampf. Keine Ahnung, ob bei einem Doppelkampf auch so ein Ding auftauchen könnte, aber ich sehe gerade, dass zum Großteil Dingens Ohr doch auftauchen wird im raschenden Gras. Daher, es wird nicht einfach für uns hier also Ohrloch 85%, das Fieber, sie suche 10% und Chiller Bell 5%. Da werde ich hier ewig suchen müssen, aber die gute Sache ist, ich werde hier auch gut leveln auf dem Weg. Das ist ein Vorteil davon. Sehr geil. Ach, der ist zurückgeschreckt. Geht jetzt wahrscheinlich eh noch um Miguels Angriff. Also raschendes Gras. Okay, ich verstehe es nicht ganz. Dem ist es für gewöhnliches, nicht dunkles, hohes Gras, auf dem ich vorbeilaufen. Okay, ich verstehe es nicht ganz, aber nicht dunkles heißt wohl nur in diesem hier. Heißt, ich sollte hier bis hin und her laufen und auf dem Weg finde ich vielleicht rasch in das Gras. Würde ich sagen, sehen wir uns nach diesem Kampf gleich wieder, wenn ich eventuell mal rasch in das Gras gefunden habe. Und dann besteht auch die Chance, dass wir ein nächstes Teammitglied finden, wenn auch sehr gering. Aber hey, es kann passieren, 10% Chance ist völlig normal. Es kann passieren, dass wir es sofort finden, aber ich glaube ganz ehrlich, es braucht so 6 Versuche. Naja, bis gleich. Perfekt, das war jetzt nicht, was ich wollte. Ich habe gerade rasch in das Gras entdeckt. Jetzt taucht so ein 30% Pikachu-Chiller auf. Naja, ist ja auch egal. Das raschende Gras war gerade über mir, deswegen habe ich die Aufnahme weitergemacht, aber in dem Moment kam ein anderer Encounter. Ja, wäre ganz geil, wenn du verrecken würdest. Danke. Der Chiller mag ich irgendwie, ich weiß auch nicht. Es hat ein tolles Design, aber es ist halt wie ein Normaltyp. Es ist
raschelnde Gras gerade verschwunden. In diesem Feld war raschelndes Gras und das ist ernsthaft verschwunden. Du willst mich doch verarschen, es schneit wieder. Ich habe jetzt Schutz eingesetzt und da unten ist raschelndes Gras aufgetaucht. Komm schon. Ja gut, es war sehr wahrscheinlich, dass es passiert, schade. Aber gibt viel Erfahrung, nehmen wir mit. Werden wir für die Arena auf jeden Fall brauchen. Keine Ahnung, wieso Heilung nie funktioniert. Egal, wir killen es einfach. Und nehmen hier easy Level 27 mit, wenn nicht sogar noch mehr. Komm schon. Nee, mit 1400 werden wir nicht noch Level 28 bekommen. Zermürben. Eine durchdachte Attacke zu rechter Zeit, richtig unabhängig von den Status. Schaden an. Nee, ich finde Kopfnuss geiler. Lassen wir Zermürben raus. Klingt in Ordnung, aber Kopfnuss finde ich besser. Scheiße, ich brauche neuen Schutz. Egal, ich besorge mir kurz neuen Schutz und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich weiteres raschelndes Gras habe. Da befindet sich weiteres raschelndes Gras, komm schon. Es will aber auch nicht, aber wir nehmen uns die Erfahrung mit. Das ist einfach geschenkte Erfahrung, die lässt man hier aber liegen. Also zweiter Versuch war es auch nicht, aber ey, je länger ich hier brauche, desto mehr Erfahrung bekomme ich. Hat auch irgendwo einen Sinn. Ja, noch ein Durchbruch. Egal, das finden wir schon noch. Ja, die Erfahrung ist es ja auch wert. So mache ich das, by the way. Ich laufe mit Schutz hier durch die Gräser. Und perfekt, ich bin gerade random reingelaufen. Ja, wow. Ich renne einfach ein bisschen mit Schutz durch die Gräser, weil bei Schutz tauchen nur raschelnde auf. So einfach kann ich mir hier was mitnehmen. Es macht sehr wenig Schaden. Ich glaube, ich bleibe bei Durchbruch und hätte mich eventuell beim Pokémon Center heilen sollen. Oder ich wechsle das Pokémon aus, ist auch möglich, weil Covercell overlevelt langsam. Statsmäßig würde ich aber sagen, er ist unter Moritz und Miguel noch. Hm. Der hat schon eine gute Defense, fällt mir gerade auf. Defense ist eher gut. Naja, also so mache ich das und könnt ihr das auch machen, wenn ihr ein Pokémon im raschelnden Gras sucht. Aber hier so rumlaufen, dann wird es schon. Ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ich schneide jetzt, bis ich das richtige Pokémon gefunden habe. Bis gleich. Sehr gut, gleich nach dem Schneiden war es schon da. Da ist es, unser nächstes Teammitglied im Molga. So, wie gehe ich damit am besten um? Ich würde sagen, einen Durchbruch könnten wir setzen. Okay, das reicht mir persönlich. So, wir haben 11 Hyperbälle. Aber ich wusste gar nicht, dass ich die gekauft habe. Ich dachte, als wir die in der Ebene gefunden haben, war das erste Mal. Sehr gut, sonst ist es drin. Also, Molga wird nach einem Klassenkameraden benannt. Hatte ich gefragt, ey, willst du nicht auch mal dabei sein? Ja, wollte er. Er meinte, im Molga hat er in seinem ersten Spieldurchlauf dabei, deswegen wäre er gerne Molga. Das ist er hiermit. Gegebenermaßen zu dem Zeitpunkt waren nur noch zwei Plätze im Team frei. Nämlich Stalobor und im Molga. Aber auch für Stalobor hatte ich jetzt schon was gefunden, was ich schon wieder vergessen habe. Egal. Also, dieser Klassenkamerad heißt Kevin. So. Kevin, ich hoffe, du leistest gute Dienste.
Oh, Kevin ist weiblich. Okay. Perfekt. Kevin ist weiblich, Jungs. Perfekt. Egal. Mach ihn nicht runter wegen seinem Geschlecht. Kann ich ihn auch hier von der Liste streichen? Das heißt, dass es jetzt ein bisschen dauern wird, bis wir unser nächstes Teammitglied finden. Allerdings finden wir beide Teammitglieder in der Panaero-Höhle. Beide nächsten. Ja, muss ich mal schauen, wann wir da hingehen. Bin ich erstmal froh, Emolga gefangen zu haben, denn dieses Pokémon hat, glaube ich, nur eine Gesteinsschwäche. Ja, das sind auch gute Attacken. Eine Flugattacke wäre auch ganz geil, aber Emolga gefällt mir. Ja, du leistest einen guten Ersteindruck. Oh, wie geil. Oh, Junge. Geil ist das, ey. Ja, haben wir mit dem Emolga eine Chance gegen das Emolga von, wie heißt sie? Den Namen vergessen. Ich habe einfach den Namen vergessen, ich komme nicht drauf. Egal. Ja gut, Elektroflug, damit sind wir jetzt nicht so gut dran gegen Elektro, aber... Mal schauen, was haben wir noch anderes gegen Elektro. Sie wird wahrscheinlich nicht mit dem Olga starten, ich glaube, das ist ihr letztes, daher... wäre es am besten, wenn wir mit Miguel starten. Ja, unser Team ist schon etwas voller. Ich bin froh, dass ich mich dazu entschieden habe, nicht in die Schule zu gehen, denn diese Bauchschmerzen, die ich hatte, Alter. Ich finde, das ist ein Grund genug. Ich habe so ein leichtes Gefühl im Bauch. Es ist unangenehm, das zu sagen, aber Alter, ich könnte mich einfach in der Schule, sagen wir, ich würde jetzt so mein Schulbrot essen. Ich könnte mich in der Schule jeden Moment einscheißen. So, ganz leicht gesagt. Naja, Kevin, wenn du das Video siehst, Grüße gehen raus an diesem 21. März. Jetzt weiß ich, wieso ich nicht in der Schule war. Ah, Junge. Egal, dafür kann ich hier einige Parts aufnehmen und macht mich glücklich. CD Arena? Kampfmetro? Nein. Wollen wir nicht hin. Ich habe keine Ahnung, wo die Arena ist. Hier ist Musiktheater. Was mit hier drüben? Bist du Trainer? Im Musiktheater werden laufend Mitwirkende gesucht. Je öfter du mitmachst, desto mehr Dekoartikel winken dir. Ja, wahrscheinlich interessieren mich Dekoartikel. Egal, ich hoffe, Miguel carried in der Arena. N! Du suchst die Plasma? Sie haben sich ins Innere des Vergnügungsparks geflüchtet. Folge mir. Okay. Weiter breit niemand zu sehen. Steigen wir ins Riesenrad, vielleicht sehen wir sie aus der Höhe. Ich liebe Riesenräder. Mechanik in Perfektion, mathematische Präzision. Sag dir die Wahrheit am besten gleich. Ich bin der König von Team Plasma. Was? Dachte, der wird erst zum König ernannt oder so wegen dem Intro. Jesus hat mich um meine Mithilfe bei seinem Plan zur Rettung der Pokémon gebeten. Fragst du dich auch manchmal, wie viele Pokémon es eigentlich auf der Welt gibt? Über 1000 inzwischen. Alles in Ordnung. Alles bestens. Um die Pokémon zu retten, muss ich zuerst meine Leute beschützen. Während ich kämpfe, flieht ihr von hier. Na dann, Resser, teilst du meine Vision? Ja. Falls du die Wahrheit sprichst, so bin ich erfreut. Also dann auf meine Zukunftsvision. Ich kann hier und jetzt nicht gegen dich gewinnen, aber damit Team Plasma fliehen kann, muss ich dich aufhalten. Okay. Weiterer Kampf gegen Team Plasma, aber gegen N haben wir schon länger nicht mehr bekämpft, wenn ich mich nicht irre. Und sehr geil, dass wir direkt mit dem Scheiß-Pokémon drin sind.
eine Scheiße. Egal, hierfür haben wir ja Kopper. Wir sollten eventuell Nagelotze an letzte Stelle packen. Wäre mir persönlich etwas einfacher. Ja, dass ich keine Items nutzen kann, ist mir recht. Ich hab glaube nicht mein Item drin. Oh, Kampf-Items, nicht was man ausgerüstet hat, oder? Ach, keine Ahnung. Auch ein Zuo-Keks, okay. Aber meins ist definitiv besser gelevelt. Ich bin da schon ein paar Orte auch begegnet. Sehr geil. Cover Save one-shottet alle. Ja, er hätte halt nicht zwei Unlicht-Viecher holen sollen und... Wait, da bleiben wir auch noch drin. Wir haben den Unlicht-Typen, der kann uns... Oh, mit Flug kann er uns was anhaben. Okay, aber Gegenstoß sollte jetzt auch one-shotten. Geil. Ich glaube, das Symbolara hat mich mal geknallt von ihm, aber... Ich bin auch damals durch das Game durchgerusht. Ja, das kann Moritz machen. Ich wollte gerade überlegen, sollen wir uns noch hier Level 29 abholen, sodass Cobra das ganze Team zerstört hat von Ende, aber Moritz ist schlechter gelevelt, der sollte mehr Erfahrung dadurch bekommen und ist eh kurz vor Level 26, fällt mir gerade auf. Was wäre das der Zukunft, wie ich sie mir ausgemalt habe, wenn ich verliere? Sack. Mein... Ich habe nicht ganz verstanden, was für eine Zukunft du willst. Kann es sein, dass er aber nur will, dass Pokémon und Trainer sich mehr untereinander verstehen? Dass sie sich mehr mögen? Das Ergebnis war dasselbe. Wer bist du eigentlich? Du bist wirklich stark. Was ist an mir, die Zukunft zu formen? Das ist meine Aufgabe. Dazu werde ich den Champ übertreffen. Ich werde einzigartig sein, keine Niederlage kennen. Ich bringe alle Trainer dazu, ihre Pokémon freizulassen. Ist es dein Wunsch, wie bisher mit den Pokémon zusammen zu sein? Erlange alle Orden dieser Region und begib dich zur Pokémon-Liga. Dort kannst du ja versuchen, mich aufzuhalten. Aber falls du nicht von ganzem Herzen an deine Idee glaubst, wirst du mich niemals aufhalten können. Okay. Hey, hier ist noch ein Item. Also wir sind bei 28 Minuten und ich würde sagen, das passt im Moment, um den Part zu beenden. Was ist mit N auf sich, dem König von Team Plasma anscheinend? Und wie wird die Sache weitergehen? Wo ist die Arena vor allem? Ich weiß es nicht. Die werden wir dann im nächsten Part hoffentlich gefunden haben. Bis dahin und ciao.